Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video wollte ich mal einen kleinen Schlendergang durch meinen Garten machen. Dazu habe ich mir eine schöne Tasse Kaffee gemacht und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich hatte letztes Jahr, auch vorletztes Jahr, immer das Problem gehabt mit Schnecken, auch sehr viel Nacktschnecken, die halt meine Pflanzen angegriffen haben. Zum einen, wenn ich Salat angebaut habe. Das kann auch bei Tomaten sogar passiert sein, obwohl es Leute gibt, die behaupten, Schnecken gehen nicht an Tomaten. Auch meine Tomatenpflanzen waren fast komplett von Schnecken zerfressen. Paprika ebenfalls. Auch an Chili sind sie rangegangen. Und meine Rhabarberernte war letztes Jahr auch sehr mager. Und dieses Jahr habe ich das Problem nicht mehr. Jetzt möchte ich mal einen kleinen Rundgang mit euch durch den Garten machen, meine Pflanzen zeigen. Und dann werde ich euch in dem Video auch erklären, welches, man kann schon fast sagen, Wundermittel ich benutzt habe, um die Schneckenplage von mir fernzuhalten. Ja, und weit brauchen wir gar nicht gehen. Wir halten hier gleich erstmal bei meiner Hortensie an. Ihr könnt die sehen hier, bisher hat sie noch nicht geblüht. Allerdings ist dieses Jahr nicht ein einziges Blatt angefressen. Das habe ich bisher so noch nie gehabt. In der Hortensie ist es hier unten immer relativ feucht. Da kommt ziemlich wenig Licht dran. Der Boden ist sehr nass. Also eigentlich ein sehr schöner Platz für Schnecken, auch gerade für Nacktschnecken. Aber dieses Jahr kann ich hier schauen, wie ich möchte. Ich habe bisher noch keine einzige Schnecke entdeckt und dementsprechend sind die Blätter von der Pflanze auch noch ganz und halt auch noch nicht angegriffen. Ja, und hier könnt ihr meine Tomatenpflanzen sehen. Auch die sind dieses Jahr nicht angegriffen von den Schnecken. Ich habe hier auch Paprika mit reingepflanzt und wie ihr sehen könnt, habe ich hier so ein kleines Gewächshäuschen aus Plastik, was jetzt leider durch den Wind schon ein bisschen kaputt gegangen ist. Heute ist es ja auch etwas windig, wie ihr sehen könnt. Auch die Tomatenpflanzen blühen und wachsen dieses Jahr sehr schön. Auch da habe ich keine Probleme mit den Schnecken. Ja, und sogar meine Funkchen sind dieses Jahr richtig schön. Kein einzelnes Blatt ist angefressen. Auch hier gehen die Schnecken nicht dran. Und guckt mal, wie schön die Pflanze jetzt auch noch blüht. Ja, und hier sind wir jetzt in einer abgelegenen Ecke in meinem Garten. Hier könnt ihr sehen, dass hier Rhabarber wächst. Das hat sich vor Jahren hier einfach mal wild ausgesät. Und ich habe es halt einfach hier gelassen und ernte das dann auch regelmäßig. Das ist dieses Jahr noch übergeblieben. Das kann ich jetzt nicht mehr ernten. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein schönes großes Rhabarberblatt. Auch hier hinten sind noch weitere Blätter. Auch die Blätter wurden dieses Jahr nicht angegriffen von Schnecken. Ja, sicher fragt ihr euch jetzt, was ich gegen die Schnecken mache. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Das ist ein simpler Trick. Den kann jeder von euch zu Hause auch durchführen. Ihr braucht dazu auch nicht viele Sachen. Was ihr dazu braucht, könnt ihr hier unten auf dem Boden sehen. Da habe ich das schon vorbereitet. Hier seht ihr das alles. Auch meine Tasse Kaffee findet auf einmal seinen Platz da wieder. Und was ich jetzt damit mache, zeige ich euch kurz. Ja, was mache ich damit? Hier könnt ihr sehen, dass ich hier meinen Kaffeesatz überbehalten habe. Den sammle ich. Ich trinke pro Tag zwischen 3 und 4 Tassen Kaffee. Das heißt, ich bekomme jedes Mal so einen kleinen alten Pad hier raus, den ich aufsammle. Und den benutze ich zum einen als Dünger. Das habt ihr vielleicht auf meinem Kanal auch schon gesehen, dass ich relativ viel mit Kaffeesatz dünge. Kaffee ist sehr stickstoffhaltig, das mögen die meisten Pflanzen. Von daher eignet er sich sehr gut als Dünger. Es sind auch viele andere Nährstoffe drin, die die Pflanzen auch brauchen. Vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, dass Schnecken Kaffee nicht mögen. Es gibt viele Leute, die legen den Kaffeesatz um die Pflanzen herum und schon gehen die Schnecken auch nicht mehr ran. Das ist auch richtig. Meine Methode ist allerdings eine etwas andere. Ich mache mir aus Kaffeesatz einen Flüssigdünger. Ich habe hier einfach eine Gießkanne mit ca. 1,5 Liter Wasser. Und auf die Menge gebe ich immer 2 solcher Pads ungefähr. Das sind also 2 Tassen Kaffee gewesen, der Kaffeesatz. Und das Ganze verrühre ich einfach nun. Und dann kommt eine solch braune Brühe raus. Ja, und in meiner Kaffeesatzbrühe gieße ich nun regelmäßig meine Pflanzen. Ich habe ja, wie gesagt, 3 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag, die ich trinke. Das heißt also, ich kann ca. für 3 Liter oder 4 Liter Düngemittel anhäufen. Das reicht in der Regel aus. Man gießt auch nicht jeden Tag seine Pflanzen. Ich tue der Pflanze hier was Gutes. Zum einen dient natürlich der Kaffeesatz als Dünger. Zum anderen hält er dann natürlich die Schnecken fern, was halt sehr gut ist. Ihr könnt das Beweisstück hierfür sehen. Letztes Jahr sah die Pflanze wirklich teilweise in einem erbärmlichen Zustand aus. Und seitdem ich sie mit dem Kaffeesatz gieße, ist das nicht mehr so. Das Beste an der Sache ist, dass die Schnecken nicht sterben müssen. Ich bin immer schwer dagegen, irgendwelche Schneckenfallen zu nutzen, wo die Schnecken sterben, oder auch Gift zu benutzen, wo die Schnecken verenden. Davon halte ich nichts. Die Schnecke war
vor mir hier in meinem Garten. Sie soll auch gern hier bleiben. Nur an Pflanzen, wo ich sie nicht haben möchte, halte ich sie mit dem Kaffeesatz fern. So sucht sie sich einen anderen Platz, wo sie ungestört Blätter anfressen kann, wo ich es vielleicht nicht mitkriege oder wo es mich auch nicht stört. Ja, ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare unten reinschreiben. Es würde mich interessieren, was ihr auch macht. Allerdings interessieren mich nur Sachen, wo die Tiere auch am Leben bleiben. Mit Gift oder so möchte ich, wie gesagt, nichts von wissen. Das müsst ihr nicht unbedingt reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!